ist leer. Hier ist gar nichts. Wenn es hier in Deutschland gewisse Dinge gibt, die du nicht hinterfragen darfst, wo du gesetzliche Probleme und so weiter bekommst, dann da mache ich mir noch gar kein Urteil darüber, was jetzt irgendwie die Wahrheit hinter jemand ist. Aber wenn das schon so ist, dann stelle ich mir persönlich als Mensch die logische Frage, was ist denn hier faul? Ja, so, und, ja, so ist es. Ja. Dementsprechend, wie gesagt, alles, was keinen Menschen persönlich angreift oder wehtut oder so. Warum soll ich einem verbieten, so zu denken, wie er denkt? Das Amt würde dann sagen, du musst deine Angehörigen bis in die 30er Jahre zurück.